Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich lese Ihnen im Folgenden Teile aus dem Anfangskapitel des Romans von Chimamanda Ngozi Adichie vor, Americana. Princeton im Sommer roch nach gar nichts. Und obwohl Ifemelu das friedliche Grün der vielen Bäume, die sauberen Straßen und stattlichen Häuser, die maßvoll überteuerten Geschäfte und die ruhige, unwandelbare Atmosphäre wohlverdiente Eleganz mochte, war es das Fehlen eines Geruchs, das ihr am besten gefiel. Vielleicht, weil alle anderen amerikanischen Städte, die sie kannte, unverwechselbar rochen. Philadelphia roch modrig nach Geschichte, New Haven roch nach Verwahrlosung, Baltimore roch nach Salzlake und Brooklyn nach sommerwarmen Abfall. Aber Princeton roch nach gar nichts. Hier liebte sie es, tief durchzuatmen. Sie liebte es, den Ortsansässigen dabei zuzuschauen, wie sie ausgesprochen höflich Auto fuhren und ihre neuesten Modelle vor dem Bio-Supermarkt in der Nassau Street oder vor den Sushi-Restaurants oder der Eisdiele, in der es Eis in 50 Geschmacksrichtungen gab, darunter roter Pfeffer, oder vor dem Postamt abstellten, an dessen Eingang sie von überschwänglichen Mitarbeitern begrüßt wurden. Sie mochte den Campus, gravitätisch vor Gelehrtheit, die neugotischen Gebäude mit ihren weinbewachsenen Mauern und die Art und Weise, wie sich im Halbdunkel des Abends alles in eine gespenstische Szenerie verwandelte. Am meisten mochte sie es, dass sie an diesem Ort wohlhabender Ungezwungenheit so tun konnte, als wäre sie jemand anders. Jemand, der speziell in diesen heiligen amerikanischen Club aufgenommen worden war. Jemand, der Sicherheit ausstrahlte. Aber sie mochte es nicht, dass sie nach Trenton fahren musste, um sich Zöpfe flechten zu lassen. Es war unvernünftig, in Princeton einen Friseursalon zu erwarten, in dem Zöpfe geflochten wurden. Die wenigen Schwarzen, die sie hier gesehen hatte, waren so hellhäutig und hatten so glatte Haare, dass sie sie nicht mit Zöpfen vorstellen konnte. Doch als sie an einem sengend heißen Nachmittag im Bahnhof von Princeton auf den Zug wartete, fragte sie sich, warum sie sich nicht hier die Haare machen lassen konnte. Wenn Menschen sie fragten, was sie machte, sagte Ifemelu vage, ich schreibe einen Lifestyle-Blog, denn es behagte ihnen nicht, wenn sie antwortete, ich schreibe einen anonymen Blog mit dem Titel Race Teens oder ein paar Beobachtungen über schwarze Amerikaner, früher als Neger bekannt, von einer nicht-amerikanischen Schwarzen. Ein paar Mal hatte sie genau das gesagt. Einmal zu einem weißen Mann mit Dreadlocks, der neben ihr im Zug saß, sein blondes Haar wie ausgefranste alte Seile, das zerschlissene Hemd trug er mit genügend Pietät, um sie davon zu überzeugen, dass er ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit war und einen guten Gastblogger abgeben würde. Rasse wird heutzutage total überschätzt. Schwarze müssen sich selbst überwinden. Jetzt geht es nur noch um Klassen, um die Besitzenden und die Habenichtse, erklärte er ihr gleichmütig und sie begann mit diesem Satz einen Beitrag mit der Überschrift »Nicht alle weißen Amerikaner mit Dreadlocks sind schlecht drauf.« Auf einem Flug saß ein Mann aus Ohio neben ihr. Seinen gepolsterten Schultern und dem kontrastfarbenen Hemdkragen nach zu urteilen, eindeutig mittleres Management. Er wollte wissen, was sie mit Lifestyle-Blog meinte, und sie erklärte es ihm und rechnete damit, dass er zurückhaltend reagieren oder das Gespräch beenden würde mit etwas defensiv Belanglosem wie »Die einzige Rasse, die zählt, ist die menschliche Rasse«. Aber er sagte, »Haben Sie schon mal über Adoptionen geschrieben? Niemand in diesem Land will schwarze Babys. Und ich meine keine Mischlingskinder, sondern schwarze. Nicht einmal schwarze Familien wollen schwarze Babys.« Er erzählte ihr, dass er und seine Frau ein schwarzes Kind adoptiert hatten
und sie dafür für ihren Nachbarn wie Märtyrer für eine zweifelhafte Sache angesehen würden. Auf dem Bahnsteig in Trenton drängten sich Schwarze, viele von ihnen dick in dünner, kurzer Kleidung. Sie staunte noch immer, wie sehr eine Zugfahrt von ein paar wenigen Minuten alles verändern konnte, wann immer sie während ihres ersten Jahres in Amerika mit dem Zug von New Jersey zur Penn Station und dann mit der U-Bahn zu Tante Uyu nach Flatlands gefahren war, hatte sie sich gewundert, dass in den Bahnhöfen in Manhattan überwiegend schlanke, weiße Menschen ausstiegen und überwiegend schwarze, dicke Leute, je weiter sie nach Brooklyn hineinfuhren. Sie hatte in Gedanken jedoch nicht das Wort dick benutzt. Sie hatte es als kräftig betrachtet, denn ihre Freundin Ginica hatte sie schon ganz früh darauf hingewiesen, dass in Amerika dick als Schimpfwort galt. Befrachtet mit einem moralischen Urteil wie die Wörter dumm oder Scheißkerl und nicht einfach eine Beschreibung war wie groß oder klein. Sie hatte dick aus ihrem Vokabular gestrichen. Aber sie hatte dick letzten Winter nach fast 13 Jahren wieder in ihren Wortschatz aufgenommen, als sie im Supermarkt die riesige Tüte mit Tostitos bezahlte und ein Mann in der Schlange hinter ihr murmelte: Dicke Leute sollten so einen Dreck nicht essen. Sie schaute sich zu ihm um, überrascht und ein wenig gekränkt, und dachte, dass es ein perfekter Beitrag für ihren Blog wäre, wie dieser Fremde entschieden hatte, dass sie dick war. Sie würde das Posting unter den Schlagwörtern Rasse, Geschlecht, Körpergröße speichern. Doch als sie zu Hause die Wahrheit im Spiegel betrachtete, begriff sie, dass sie zu lange das Spannen ihrer Kleidung, das Aneinanderreiben der Innenseiten ihrer Oberschenkel, die weicheren, runderen Teile ihres Körpers ignoriert hatte, die schwabbelten, wenn sie sich bewegte. Sie war wirklich dick. Sie sprach sich das Wort dick mehrmals langsam vor und dachte an all die anderen Dinge, die nicht zu sagen sie in Amerika gelernt hatte. Sie war dick. Sie hatte keine Kurven oder schweren Knochen. Sie war dick. Es war das einzige Wort, das sich richtig anfühlte. Und sie hatte auch den Beton in ihrer Seele ignoriert. Ihr Blog lief gut, hatte jeden Monat tausende andere einzelne Besucher. Sie verdiente gutes Geld mit ihren Reden, hatte ein Stipendium für Princeton und eine Beziehung mit Blaine. »Du bist die große Liebe meines Lebens«, hatte er auf die Karte zu ihrem letzten Geburtstag geschrieben. Und doch war Beton in ihrer Seele. Schon eine ganze Weile, eine Erschöpfung früh am Morgen, eine Trostlosigkeit und Konturlosigkeit. Damit einhergingen amorphe Sehnsüchte, gestaltloses Verlangen, kurze eingebildete Blicke in ein anderes Leben, das sie führen könnte, und all das verschmolz im Lauf der Monate zu einem schmerzhaften Heimweh. Sie durchforstete nigerianische Webseiten, nigerianische Profile auf Facebook, nigerianische Blogs. Und jeder Klick förderte die Geschichte eines jungen Menschen zutage, der vor kurzem zurückgegangen war, ausgestattet mit einem amerikanischen oder britischen Abschluss und ein Finanzunternehmen, eine Musikproduktionsfirma, ein Modelabel, eine Zeitschrift, eine Fastfood-Kette gegründet hatte. Sie betrachtete die Fotos dieser Männer und Frauen und verspürte den dumpfen Schmerz des Verlusts, als hätten sie ihr gewaltsam die Hand geöffnet und etwas weggenommen. Sie lebten ihr Leben. Nigeria wurde zu dem Land, in dem sie sein sollte, zum einzigen Ort, in dem sie Wurzeln schlagen könnte, ohne sofort den Drang zu verspüren, sie wieder ausreißen und die Erde abschütteln zu müssen. Und dort war natürlich auch Obinze. Ihre erste Liebe, ihr erster Liebhaber, der einzige Mensch, bei dem sie nie das Bedürfnis verspürt hatte, sich zu erklären. Und hier war sie an einem opulenten Sommertag und wollte sich Zöpfe flechten lassen für die Reise nach Hause. Ihre Haut klebte vor Hitze. Auf dem Bahnsteig von Trenton standen Leute, die dreimal so dick waren wie sie, und sie betrachtete bewundernd eine Frau in einem sehr kurzen Rock.
Es war nichts Besonderes dabei, mit schlanken Beinen in einem Minirock anzugeben. Es war kein Risiko und kostete keine Mühe, Beine zur Schau zu stellen, die die Welt gut hieß. Aber der dicken Frau ging es um die stille Überzeugung, die man nur mit sich selbst teilt, ein Gefühl der Richtigkeit, das andere nicht verstehen. Ihre Entscheidung, zurückzugehen, war damit vergleichbar. Wann immer sie von Zweifeln heimgesucht wurde, stellte sie sich vor, dass sie tapfer allein dastand, nahezu heroisch, um ihre Unsicherheit zu bekämpfen. Ephemelo stellte sich vor dem Bahnhof in die Schlange für die Taxis. Sie hoffte, dass ihr Fahrer kein Nigerianer wäre, denn ein Nigerianer wäre, sobald er ihren Akzent hörte, entweder auf aggressive Weise versessen darauf, ihr zu erzählen, dass er einen Master hatte, Taxifahren nur sein Zweitjob war und seine Tochter in Rutgers zu den Besten ihres Fachs gehörte, oder er würde verbissen schweigend fahren, ihr das Wechselgeld herausgeben, ihr Danke ignorieren und sich die ganze Zeit der Demütigung hingeben, dass diese Nigerianerin, noch dazu ein kleines Mädchen, die vielleicht eine Krankenschwester oder eine Buchhalterin oder sogar eine Ärztin war, auf ihn herabschaute. In Amerika waren alle nigerianischen Taxifahrer davon überzeugt, dass sie nicht wirklich Taxifahrer waren. Sie war die Nächste. Ihr Fahrer war schwarz und mittleren Alters. Sie öffnete die Tür und blickte auf die Rückseite des Fahrersitzes. Mervyn Smith. Kein Nigerianer, aber man konnte nie sicher sein. Nigerianer nahmen hier alle möglichen Namen an. Auch sie war früher jemand anders gewesen. »Wie geht's?«, fragte der Mann. Sie stellte sofort erleichtert fest, dass er aus der Karibik war. »Sehr gut, danke.« Sie nannte ihm die Adresse von Mariama African Hair Braiding. Es war das erste Mal, dass sie diesen Salon aufsuchte. Der, in dem sie sich normalerweise Zöpfe machen ließ, war geschlossen, weil die Besitzerin in die Elfenbeinküste zurückgekehrt war, um zu heiraten. Doch sie war überzeugt, dass er aussehen würde wie alle anderen afrikanischen Salons. Sie befanden sich in den Stadtteilen, die mit Graffiti besprüht waren, in denen feuchte Gebäude standen und keine Weißen lebten. Sie hatten grelle Schilder mit Namen wie Aisha und Fatima African Hair Braiding. Die Heizkörper darin waren im Winter zu heiß und im Sommer kühlten die Klimaanlagen nicht. Die Flechterinnen waren frankophone, westafrikanische Frauen. Eine von ihnen wäre die Besitzerin und spräche das beste Englisch, nehme die Anrufe entgegen und hätte das Sagen. Oft trug eine Frau ein Baby mit einem Tuch auf den Rücken gebunden oder ein kleines Kind schlief auf einer Decke auf einem abgewetzten Sofa. Manchmal schauten ältere Kinder vorbei. Die Gespräche wurden laut und schnell geführt, Französisch oder Wolof oder Malinke. Und wenn sie mit den Kundinnen Englisch sprachen, war es immer gebrochen und kurios, als hätten sie die Sprache nicht richtig gelernt, bevor sie sich den Slang und die Amerikanismen aneigneten. Worte kamen unvollständig heraus. In Philadelphia hatte einmal eine Flechterin aus Guinea zu Ephemelo gesagt, »Ich war, oh Gott, ich war so sauer.« Und es bedurfte vieler Wiederholungen, bis Ephemelo verstand, dass die Frau, »Ich war, oh Gott, ich war so sauer«, sagte. »Da sind wir«, sagte der Taxifahrer und blieb vor einem heruntergekommenen Block stehen. Der Salon befand sich in der Mitte zwischen einem chinesischen Restaurant namens Happy Joy und einem kleinen Laden, der Lotterielose verkaufte. Im Inneren war er schäbig, die Farbe blätterte ab, die Wände waren mit großen Postern mit geflochtenen Frisuren und kleineren Zetteln mit der Aufschrift »Prompte Steuererstattung« beklebt. Drei Frauen in T-Shirts und knielangen Hosen arbeiteten an den Haaren sitzender Kundinnen. In einer Ecke hing ein kleiner Fernseher, in dem ein nigerianischer Film lief. Ein Mann schlug seine Frau, die Frau duckte sich und schrie. Die schlechte Tonqualität war zu laut und schrill. »Hallo«, sagte Ephemelo. Sie drehten sich alle zu ihr um, doch nur eine, die den Namen gebende Mariama sein musste, sagte, »Hallo, komm rein. Ich hätte gern Braids.« »Was für Braids willst du?«
Ephemelo sagte, sie wolle Medium Kinky Twists und fragte nach dem Preis. 200, sagte Mariama. Letzten Monat habe ich 160 bezahlt. Sie hatte sich vor 3 Monaten zum letzten Mal Zöpfe flechten lassen. Also 160? Fragte Ephemelo. Mariama zuckte die Achsel und lächelte. Okay, aber du musst nächstes Mal wieder zu uns kommen. Setz dich. Aisha wird dich bedienen. Sie ist gleich fertig. Mariama deutete auf die kleinste Frau, die eine Hautkrankheit hatte, rosa-weiße Wirbel auf den Armen und im Nacken, die bedenklich ansteckend aussahen. Hallo Aisha, sagte Ephemelo. Aisha blickte zu Ephemelo, nickte kaum merklich, ihr Gesicht nahezu unfreundlich in seiner Ausdruckslosigkeit. Sie hatte etwas Merkwürdiges. Ephemelo setzte sich neben die Tür. Der Ventilator auf dem angeschlagenen Tisch lief auf Hochtouren, änderte jedoch nichts an der Stickigkeit des Raums. Neben dem Ventilator lagen Kämme, Pakete mit Attachments, Zeitschriften mit zahllosen herausgerissenen Seiten, stapelweise bunte DVDs. In einer Ecke lehnte ein Besen neben einem Bonbonbehälter und der rostigen Troppenhaube, die seit einer Ewigkeit nicht mehr benutzt worden war. Auf dem Bildschirm schlug ein Mann 2 Kinder, ungelenke Schläge, die über ihre Köpfen ins Leere gingen. »Nein, böser Vater, schlechter Mensch«, sagte die andere Flechterin, starrte auf den Fernseher und zuckte zusammen. »Bist du aus Nigeria?«, fragte Mariama. »Ja«, sagte Ephemelo. »Und du?« »Ich und meine Schwester Halima sind aus Mali. Aisha ist aus dem Senegal«, sagte Mariama. Aisha schaute nicht auf, aber Halima lächelte Ephemelo an, ein freundliches, wissendes Lächeln, mit dem sie eine afrikanische Landsmännin willkommen hieß. Eine Amerikanerin würde sie nie so anlächeln. Sie schielte heftig. Die Pupillen schossen in entgegengesetzte Richtungen, so dass Ephemelo nicht wusste, mit welchem Auge Halima sie ansah. Ephemelo fächelte sich mit einer Zeitschrift Kühlung zu. »Es ist zu heiß«, sagte sie. »Diese Frauen würden zumindest nicht erwidern, dir ist heiß, aber du bist doch aus Afrika.« »Diese Hitzewelle ist schlimm, tut mir leid, aber die Klimaanlage ist gestern kaputt gegangen.« Ephemelo wusste, dass die Klimaanlage nicht erst seit gestern kaputt war, sondern seit langem, vielleicht schon immer. Trotzdem nickte sie und meinte, dass sie vielleicht überlastet gewesen sei. Das Telefon klingelte. Mariana nahm ab und sagte dann, »Komm gleich vorbei.« Es waren genau die Worte, die Ephemelo veranlasst hatten, mit afrikanischen Friseursalons keine Termine mehr zu vereinbarten. Sie sagten regelmäßig, »Komm gleich vorbei.« Und wenn man kam, warteten immer 2 Frauen, die Microbraids haben wollten, und die Besitzerin sagte trotzdem, »Bleib da, meine Schwester ist gleich da, um uns zu helfen.« Wieder klingelte das Telefon und Mariama sprach mit lauter Stimme Französisch und hörte auf zu flechten, um zu gestikulieren, während sie ins Telefon schrie. Dann nahm sie ein gelbes Western Union Formular aus der Tasche und begann Zahlen vorzulesen. 3, 5, non, 5. Die Frau, deren Haare sie zu dünnen, schmerzhaften Cornrows flocht, sagte aufgebracht, »Jetzt mach schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.« »Entschuldigung, Entschuldigung«, sagte Mariama. Dennoch wiederholte sie die Zahlen von Western Union, bevor sie weiterarbeitete, den Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Schließlich war Aisha mit ihrer Kundin fertig und fragte Ephemelo, was für eine Farbe sie für ihr Attachment wollte. »Farbe 4.« »Keine gute Farbe«, sagte Aisha sofort. »Die nehme ich immer. Sieht schmutzig aus. Warum nicht Farbe 1?« »Farbe 1 ist zu schwarz. Sie sieht unecht aus«, sagte Ephemelo und wickelte das Tuch von ihrem Kopf. »Manchmal nehme ich Farbe 2, aber Farbe 4 kommt meiner Haarfarbe am nächsten.« Aisha zuckte die Achseln. Es war ein hochmütiges Schulterzucken, als wäre es nicht ihr Problem, wenn eine Kundin keinen guten Geschmack hatte. Sie holte 2 Pakete Attachments aus einem Schrank und überprüfte, ob beide die gleiche Farbe hatten. Sie berührte Ephemelos Haar. »Warum nicht glätten? Ich mag mein Haar, wie Gott es geschaffen hat. Aber wie kämmen? Schwer zu kämmen.
sagte Aisha. Ifemelu hatte ihren eigenen Kamm mitgebracht. Vorsichtig kämmte sie ihr Haar, das dicht, weich und sehr kraus war, bis es ihr Gesicht einrahmte wie ein Heiligenschein. »Es ist nicht schwer zu kämmen, wenn man es gut anfeuchtet«, sagte sie in dem geduldigen Tonfall der Missionarin, den sie benutzte, wenn sie andere schwarze Frauen von den Vorteilen von natürlich belassenem Haar überzeugen wollte. Aisha schnaubte. Sie konnte nicht verstehen, warum sich jemand die Mühe machen sollte, krauses Haar zu kämmen, statt es einfach zu glätten. Sie unterteilte Ifemelus Haar, nahm eine Strähne von dem Haufen auf den Tisch und begann sie geschickt einzuflechten. »Das ist zu fest«, sagte Ifemelu. »Mach es nicht so fest.« Weil Aisha einfach weiterflocht, glaubte Ifemelu, dass sie sie nicht verstanden hatte, berührte den schmerzhaften Zopf und sagte, »Zu fest, zu fest!« Aisha schob ihre Hand weg. »Nein, nein, lass es. Gut so.« »Es ist zu fest«, sagte Ifemelu. »Bitte mach es lockerer.« Mariama sah ihnen zu. Dann ließ sie einen französischen Wortschwall vom Stapel. Aisha lockerte den Zopf. »Entschuldigung«, sagte Mariama, »sie versteht nicht gut.« Aber Ifemelu sah Aisha im Gesicht an, dass sie sehr wohl verstand. Aisha war einfach eine gute Marktfrau, immun gegen die kosmetischen Nettigkeiten der amerikanischen Kundenbetreuung. Ifemelu konnte sich vorstellen, wie sie auf einem Markt in Dakar arbeitete, wie die Flechterinnen in Lagos, die sich die Nase mit dem Kopftuch putzten und die Hände darin abwischten, den Kopf ihrer Kundin grob zurechtdrückten, sich beschwerten, wie voll oder wie hart oder wie kurz ihr Haar war, vorbeigehenden Frauen etwas zuriefen und sich die ganze Zeit zu laut unterhielten und zu fest flochten. »Bist du Yoruba in Nigeria?« fragte Aisha. »Nein, ich bin eine Igbo.« »Du bist Igbo?« Zum ersten Mal lächelte Aisha und das Lächeln entblößte ebenso viel von ihren kleinen Zähnen wie von ihrem dunklen Zahnfleisch. »Ich glaube, du bist Yoruba, weil du dunkel bist und Igbo sind hell. Ich habe zwei Igbo-Männer. Sehr gut. Igbo-Männer sind richtig gut zu Frauen.« Aisha flüsterte nahezu. Ihr Tonfall ein bisschen anzüglich und die Verfärbungen auf ihren Armen und ihren Nacken wurden im Spiegel zu hässlichen Geschwüren. Ifemelu stellte sich vor, dass manche platzten und nästen, andere schuppten. Sie schaute weg. »Igbo-Männer sind richtig gut zu Frauen«, wiederholte Aisha. »Ich will heiraten, sie mich lieben, aber sagen, Familie will Igbo-Frau, weil Igbo heiraten immer Igbo.« Ifemelu schluckte ein Lachen hinunter. »Willst du sie beide heiraten?« »Nein«, Aisha machte eine ungeduldige Geste, »ich will heiraten einen. Aber ist wahr, Igbo heiraten immer Igbo?« »Igbo heiraten alle möglichen Leute. Der Mann meiner Cousine ist Yoruba. Die Frau meines Onkels ist aus Schottland.« Aisha hielt den Flechten inne, betrachtete Ifemelu im Spiegel, als wollte sie entscheiden, ob sie ihr glauben konnte. »Meine Schwester sagt, ist wahr, Igbo heiraten immer Igbo.« »Woher will deine Schwester das wissen?« »Sie kennt viele Igbo-Leute in Afrika. Sie verkauft Stoff.« »Wo ist sie?« »In Afrika.« »Wo?« »Im Senegal?« »Benin.« »Warum sagst du Afrika, statt gleich das Land zu nennen?« fragte Ifemelu. Aisha gluckste. »Du nicht kennst Amerika. Du sagst Senegal und amerikanische Leute, sie sagen, wo ist das?« »Meine Freundin von Burkina Faso, sie fragen sie, dein Land in Südamerika?« Aisha begann wieder zu flechten, ein gerissenes Lächeln im Gesicht und fragte dann, als könnte Ifemelu unmöglich begreifen, wie es ihr zuging, »wie lange du bist in Amerika?« Da entschied Ifemelu, dass sie Aisha überhaupt nicht ausstehen konnte.